Ja, hallo liebe Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier bei Patchwork Modellbau für den Bau unseres Star Wars R2-D2. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und die nächste Folge verfolgen möchtet, denn heute haben wir einiges zu tun. Ich habe letzte Ausgabe schon so ein bisschen vermutet, aber als ich jetzt in die Ausgabe reingeschaut habe, habe ich schon gesehen, wir haben heute einiges zu tun, denn wir wollen uns weiter mit der Kuppel hauptsächlich beschäftigen, aber nicht nur, aber hauptsächlich auf jeden Fall. Denn da wird auf jeden Fall wieder was eingebaut und es wird Zeit, dass die ganzen da rumfliegenden Kabel auch mal letzten Endes ja, an ihre richtige Position kommen. Also da könnt ihr euch drauf freuen. Da wird also vieles, vieles wieder vervollständigt bei der Kuppel. So soll es sein. Vervollständigung hört sich immer gut an. Ja, das passiert heute unter anderem in der Ausgabe Nummer 77. Ja, die Ausgabe Nummer 77 liegt bereit und will verbaut werden. Die Bauteile haben wir schon, packen wir die auch gleich mal mit aus. Ich habe auch schon alles so mal hier hergelegt, was wir auf jeden Fall brauchen. Wir brauchen nämlich den Körperrahmen, die Kuppel und tatsächlich auch dieses Stück hier, was wir schon Ewigkeiten nicht mehr benutzt haben. Die Halterung für das Lichtschwert. Die wird nämlich gleich in die Kuppel mit eingebaut, unter anderem. Also heute passiert wirklich einiges in der Ausgabe 77. Aber das kennen wir ja aus solchen Partwork-Sammelserien, dass einige Ausgaben sehr dürftig sind, dafür andere dann umso mehr Inhalt bieten. Und ja, die Ausgabe 77 ist dann wieder eine von denen, wo deutlich mehr zu tun ist. Aber gehen wir mal erstmal Stück für Stück durch die Anleitung durch. Denn erstmal kümmern wir uns um den Rahmen von dem Körper, diesem Stück hier. Ups, darum soll es zuerst gehen. Den Rest legen wir nochmal eben beiseite. Wir haben nämlich hier drin ein dickes Metallstück, wie man sehen kann. Das ist ein Teil, kann man sagen, also Leg, es wird genannt Leg Support, also ein Unterstützungsteil für die Beine, beziehungsweise für ein Bein, genannt BF10 und auch mit einem L markiert, wahrscheinlich dann ja fürs linke Bein, gehe ich mal stark von aus. Dann noch so eine Zweithalterung, BF11 haben wir hier, diese hier. Und dann ja, die Plastikschrauben für den Kuppelrahmen haben wir hier nochmal. Die legen wir dann beiseite. Brauchen wir jetzt ja noch nicht. So, die einmal beiseite. Und ja, kümmern wir uns mal um das Stück hier wieder. Genauer gesagt soll das Ganze wie folgt passieren. Erst einmal sollen wir uns nur um dieses Stück hier kümmern. Da soll auf der Rückseite hier in der Mitte dieses Teil angeschraubt werden. Und zwar mit diesem abgeknickten Ende praktisch hier dran. Das hat hier zwei Löcher. Auf der anderen Seite ein Loch und einen Pin. Dann greift das schon so ineinander. Wie man es hier sehen kann, so greift das ineinander. Und das wird jetzt fixiert mit zwei Schrauben, gehe ich mal von aus. 2,5 mal 6 mm Schrauben sollen es heute sein. Okay. Das müssten eigentlich 2,5 mal 6 mm. Ja, ich glaube nicht, dass ich die gerade so viel habe. Deswegen ist es passend, dass hier noch ein Schraubbeutel liegt. Ich habe jetzt die Ausgabe 75 und 76, die zeichne ich auch nacheinander auf. Deswegen liegen die mir noch nicht parat. Das müssten die allerdings sein. Mal gucken, welche. Weil die sind ja so unterschiedlich lang, wie ich hier gerade sehe. Zweimal kürzer, zweimal länger. Gucken, geht sofort los. Also drei längere und drei kürzere müssten eigentlich die kürzeren sein, weil die längeren habe ich eigentlich schon ausgemessen mit 8 mm. Das müssten jetzt hier eigentlich 6 mm sein. Ja, das sind 6 mm. Dann passt das. Da brauchen wir zwei von, so wie das aussieht. Genau, eine können wir uns noch ein bisschen zur Seite legen und damit wird das Ganze dann befestigt. Tun wir eben. Ich hole euch mal jetzt nicht näher, weil ich ganz genau weiß, dass ich gleich euch wieder rauszoomen muss, wenn das Teil an dem großen Rahmen hier befestigt wird. Dann mache ich das mal eben so. Müsste eigentlich passen. Vorausgesetzt, die Schraube macht mit. Jetzt macht sie mit, sehr schön. Einmal.
Ah ja, wunderbar. Geht sehr geschmeidig rein, sehr schön. Damit haben wir das Teil jetzt dran befestigt, wie man hier sehen kann. Und jetzt soll das Ganze hier an dem Rahmen befestigt werden. Und zwar, wenn wir hier so dieses runde Ende hier haben, auf dieser Seite. Das kommt hier so oben rein. Hier das ganz unten an der Seite sind zwei Zapfen. Die gehen hier praktisch ran. So. So quasi. Wird das Ganze gleich aufgesetzt. Und da kommen jetzt zwei Schrauben durch von unten. Auch interessant, von unten. 2,5 mal ja, 8 mm Schrauben. Da brauchen wir dann die anderen beiden von. Das heißt, ich muss das Ganze mal kurz kippen. Und dann zumindest schon mal mit einer Seite befestigen. Das Teil, das wir gerade angeschraubt haben, mit dieser... Ja, sieht aus wie so ein Tablett, was jetzt gerade so rausragt. Das soll in diesem Fall nach innen zeigen. Dieses hier nach innen. Und dass dieser Ring praktisch, wo der ein bisschen ausgewölbt ist, dann nach außen zeigt, hier vorne. Eine Schraube aufsetzen, sonst wird das nichts. Dieses Teil einsetzen, so. Und schon mal wenigstens mit einer Schraube fixieren. Damit das ganze Teil auch entsprechend sitzt. So, das sitzt schon mal. Und jetzt kommt noch die andere dazu. Blöd, wenn man einen größeren Schraubenzieher hat, weil die ziemlich glatt übereinander liegen hier, diese beiden Ebenen. Dann haut man gerne mal hier an den Rand. Aber macht nichts, wenn man einmal die Position gefunden hat, dann läuft das. So, ja, damit haben wir das Ding dran. Und jetzt sehen wir schon, auf welche Höhe das tatsächlich anscheinend gehen wird. Ich gehe mal stark davon aus, dass hier noch eine Ebene drauf kommen wird. Und dann haben wir dieses Hauptstück tatsächlich dann, denke ich mal, vollständig, weil viel größer kann es gar nicht werden, glaube ich. Das würde dann, glaube ich, den Rahmen, im wahrsten Sinne des Wortes, den Rahmen sprengen. Ja, das legen wir, glaube ich, erstmal beiseite, weil damit sind wir durch. Jo, damit sind wir durch. Der kommt zur Seite und jetzt soll es erstmal wieder, bevor es gleich um den Ejector geht, den da hinten schon liegt, nochmal um die Kuppel gehen. Denn dort warten noch einige Plastikschrauben mit eingeschraubt zu werden. Wir bekommen zwar heute 6 Schrauben von denen wieder, brauchen aber tatsächlich nur noch 3. Ich habe mich schon gewundert, warum heute 6 kommen, aber nur 3 Löcher nur noch frei sind. Das ist tatsächlich so, wir bekommen 3 als Ersatz, wenn man also irgendwie mal welche verschossen hat. Was gerade bei diesen, wie ich finde, sehr dünnen Plastikschrauben sehr leicht passieren kann. Aber das heißt sehr dünn, die sind nicht dünn, aber sehr unschön zu drehen, sage ich mal so, mit so einem komischen Inbusschlüssel hier. Finde ich zumindest. Ups. Das ist immer so ein bisschen schwierig. Mittlerweile habe ich mich dran gewöhnt, die einigermaßen gerade und zielgerichtet einzuschrauben. Aber wie gesagt, das ist jetzt das letzte Mal. Jetzt mache ich da nicht nochmal einen Cut. Die 3 schraube ich jetzt noch fest. Einmal. Probe 2. Sorry, wenn ihr jetzt wirklich nicht sehen könnt, aber es ist schwierig, den Imbusschlüssel in Position zu halten und es euch zu zeigen. Deswegen, ich versuche es, so gut es geht, hinzukriegen. Die Schrauben gehen jetzt da rein, an den 3 Stellen, über diesem länglichen LED-Display, was ich jetzt gerade auf dieser Seite habe, hier hinten. Das sind noch die letzten 3 freien Löcher, die man jetzt mit dieser Ausgabe noch haben sollte. Dann haben wir welche vergessen. So, das andere ist ein bisschen anders. Die sind auch so unterschiedlich geformt. Einige gehen nach rechts, einige Löcher gehen nach links. Da muss man wirklich gucken. Und nebenbei hat man noch diverse Kabel hier rumfliegen, die einem das Leben auch nicht unbedingt vereinfachen hier. Dann mag ich Schraubendreher wesentlich lieber. Aber
das soll mir jetzt egal sein, weil die dritte Schraube drin sitzt. Und damit alle dieser merkwürdigen Schrauben drin sitzen. Da nochmal als nächstes dran. Da sitzen sie. Da oben sind sie. Und damit haben wir alle Schrauben soweit dran befestigt. So, jetzt haben wir dieses Stück erstmal fertig, kommt aber gleich wieder zum Einsatz. Jetzt kümmern wir uns erst einmal um diese Plastikteile, die wir noch hier drin haben. Da sind nämlich Kabelbinder drin und so ein Kabelschlauch, der dazu dient, langsamer sprechen hilft manchmal. Dieser hier, der ist so eingeschnitten praktisch. Der dient dazu, dass wir die ganzen Kabel praktisch ja an einen Platz halten können oder zusammenhalten können, dass sie nicht irgendwie wild kreuz und quer durch die Gegend fliegen. Das soll erstmal jetzt hier drum gewuselt werden, um diese Kabel, und damit Kabelbinder an dem Teil verbunden werden. Ich würde sagen, das mache ich eben kurz hinter der Kamera und dann geht es gleich weiter mit dem Einbau von diesem Gerät hier in die Kuppel. Und dann geht das aber auch noch nicht, dann haben wir noch mehr Teile, das wollte ich sagen, denn alle Kabel, die wir jetzt hier noch den rumfliegen haben, in dem Bereich hier in der Kuppel, die wollen wir auch mal an die Platine anschließen. Das kommt gleich. Kurzer Cut, ich verbinde das alles mal und dann geht's gleich weiter. Ja, wie dem auch sei, es hat ein bisschen länger gedauert, jetzt gerade bei mir. Erstens musste ich da ein bisschen fummeln und zweitens musste ich meinen Akku laden. Deswegen bin ich jetzt schon ein Stück weiter. Und zwar habe ich jetzt die Kabel, die jetzt hier an dem Gehäuse für das Lichtschwert dran waren, habe ich einmal verbunden, einmal mit diesem Kabelschlauch, dass die alle so ein bisschen zusammengehalten werden. Das sieht man hier einmal, die sind alle schön zusammengehalten. Und dann noch die beiden Kabelbinde, einmal hier und einmal dort fixiert, damit die wirklich in einer Position, die man hier schön sehen kann, dann hängen bleiben. Das ist schon mal jetzt eine Sache, die wir erledigt haben. Jetzt wird es interessant, denn dieses Stück will jetzt in die Kuppel eingebaut werden. Und das ist, mal gucken, ob wir das hinkriegen, so einfach. Wir haben ja hier oben, da kommt das nämlich rein, dieses eine Fach, was ja sich immer öffnen lässt, wie man hier sehen kann. An dieser Position kommt das dann ran, hier unten, ich glaube, das kann man sehen, da ist das Fach dafür, da sind zwei Löcher noch für die beiden Schrauben, das heißt, wir müssen das Ganze erstmal einsetzen, jetzt wie wir das gerade so halten, mit dem Kabelsalat kann man sagen, weg von dieser Platine und weg vom Projektor, dass das, kann man sagen, auf der anderen Seite sitzt, also so quasi. Muss das gleich eingesetzt werden, beziehungsweise einmal dann festgehalten werden, weil von der anderen Seite muss ich dann eine Schraube reinsetzen. Das ist gar nicht so einfach, ihr könnt es wahrscheinlich jetzt kaum sehen, deswegen ich probiere es jetzt einfach mal so hinzukriegen, die entsprechend auszurichten, oder das Teil entsprechend auszurichten, so ungefähr dann gleich, und dann kommt eine Schraube damit rein, und zwar eine 2,3 x 6 mm Schraube soll das glaube ich sein. Ja, eine normale schwarze, für uns schon normale schwarze Schraube. Erstmal eine packen wir da rein. In der Hoffnung, das hält gleich alles super schön. Das wäre ja super wunderbar. Ich setze die Schraube schon mal auf. Die einmal in Position. Das Ganze hier. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt hinkriege. Hat ja auch nur zwei. Da muss es jetzt eigentlich sitzen. Man hat ja auch nur zwei. Zwei Hände. Das Ganze entsprechend zu montieren. Ja, mal eben ausrichten. Ist gar nicht so einfach, wenn das Ding auch noch immer auf. Immer wieder zugeht. Muss das, glaube ich, irgendwie geschickt arrangieren, dass das irgendwie passt, aber irgendwie wird das so nichts. Ist gar nicht so einfach, das jetzt irgendwie hinzukriegen, weil die Schraube soll jetzt von oben, von der Kuppel von oben rein. Muss das ja schon irgendwie aufklappen und hoffen, dass es irgendwie offen bleibt. Geht ja gar nicht so richtig. Ja, so, ihr seht das wahrscheinlich leider gar nichts.
So. Ich glaube, ich habe eine Position gefunden. Aber nicht getroffen. Schade auch. Hätte ja klappen können. Nee, das wird alles noch nichts. Ich mache das eben hinter der Kamera fertig. Sorry dafür, weil das ist so eine große Fummelei. Wir sehen uns gleich. Ja, was lange währt, hat endlich gut. Das Teil sitzt. Das war ehrlich gesagt ein Zufallstreffer, dass ich das jetzt relativ für meine Verhältnisse jetzt flott hinbekommen habe. Da war jetzt nicht viel, wo ich dran gearbeitet habe, aber jetzt sitzt das Ganze. Das ist gar nicht so einfach, alles irgendwie so zusammenzuhalten an einer Position und dann von anderer Seite eine Schraube, wo der Deckel immer zugeht und, oh Gott, es hat aber geklappt. Wunderbar, der sitzt drin. Aber wir sind immer noch nicht fertig mit dem heutigen Abschnitt 77, denn jetzt warten alle Kabel, die wir jetzt hier noch so lose rumfliegen haben, die warten jetzt darauf, alle miteinander, nicht miteinander, aber mit der Platine, die wir hier drin haben, verbunden zu werden. Da sollen wir jetzt loslegen praktisch. Und zwar, dafür haben wir als Hilfestütze ja diese Plastikclips noch mit bei. Die sollen wir auch nutzen praktisch und da drum die einzelnen Kabel legen. Ich versuche es ein bisschen näher rein zu zoomen, aber nicht zu weit, weil sonst seht ihr auch nichts mehr. So versuche ich das Ganze zu halten. Erstmal soll es losgehen mit dem ersten LED-Cluster, das ist dieser hier. Welcher jetzt irgendwo hier unten rumbaumelt, da ist er. Dieser hier, der ja links von der blaufarbenen Linse ist, da soll das Kabel einmal quer hier um die Ecke rüber, um alle Ecken rüber, durch die drei Clips und dann in das erste Fach hier rein. Oder in den ersten Port hier mit reingesetzt werden. Gucken wir mal, ob das klappt. Das müsste ja eigentlich nur idealerweise nur so eingeklinkt werden. In diesen Clip. Ja, das geht schon mal. Einfach so unten durchschieben praktisch und dann läuft das. Okay. So, einmal durch alle durch und dann in den ersten Port. Der ist mit einem G und einem Y gekennzeichnet. Da soll der rein. So. Sitzt schon mal, da könnt ihr es sehen. Das Kabel geht jetzt hier einmal hier rüber und dann in die entsprechende Platine. Dann Punkt 2 ist das zweite Kabel, was jetzt hier den großen LED-Bildschirm, LCD-Bildschirm, diesen hier, versorgt. Da haben wir jetzt nur zwei Clips, die wir brauchen. Der erste, da ist es nicht in der entsprechenden Position für, auch einmal drüber. Dann müsste das eigentlich auch relativ gut passen. Ein bisschen biegen muss man das Kabel, weil das nicht so viel Kabel jetzt gerade übrig ist. Aber das geht auch. Eben reindrücken. Das passt. Aber das passt. Sehr schön. Das haben wir. Dann. Achso, das waren schon einige Teile. Okay. Kommt vielleicht doch relativ schnell in der Anleitung weiter. Das kann natürlich auch sein. Dann soll Kabel Nummer 3. Das kommt von den beiden LCD-Bildschirmen hier vorne. Das ist ja relativ kurz. Das hängt hier oben. Das soll einfach in den dritten Port, so wie es aussieht, rein. Genau, der ist auch mit LCD2 gekennzeichnet. Der erste war eben LCD1. Der jetzt kommt, ist LCD2. So, da sitzt er auch drin. Dann kommt jetzt der nächste in LCD4. Das ist nämlich der zweite LED-Cluster. Der hat auch so ein relativ langes Kabel hier. Und der soll dann in den anderen... Ah, jetzt weiß ich, was GY heißt. Das war der Green and Yellow, das war der grün-gelbe LED-Cluster und jetzt kommt der RB, der Red-Blue-Cluster dazu. Soll auch eingeklickt werden. Jetzt habe ich hier das Problem, dass ich diesen
ja, ich will nicht sagen Kabelbinder, aber wenn diese Kabel geliefert werden, sind die ja noch so ein bisschen zusammengedreht mit so einem Plastikdraht oder mit so einem Drahtgestell. Das habe ich leider gar nicht mehr. Das heißt, ich muss das erstmal jetzt so hier rumfliegen lassen. Eventuell so ein bisschen hier hinterpulen. Hinter den Kabelpulen irgendwie so. Vielleicht geht das auch so. Ja, idealerweise geht es auch so. Mal gucken, dass wir die irgendwie ein bisschen zusammenhalten und die uns nicht irgendwie um die Ohren fliegen. Ja, muss ich nochmal gucken, wie man das am schlauesten macht. Das werde ich dann im Nachhinein nochmal gucken. So, das haben wir. Jetzt bleibt eigentlich nur noch der eine Stecker hier. Fast zumindest. Der eine Stecker hier vom Projektor. Der kommt hier ganz hinten in die Ecke. Da steht auch Projektor drauf. Kann man nur kaum lesen, weil der ganz hier hinten in der Ecke versteckt ist. Der kommt da rein. So, einmal schon das Gebilde, was ich schon mal zeigen kann. So sieht das aus. Und jetzt kommt eigentlich nur noch der, ja, das Lichtschwertgehäuse. Das hat ja zwei Kabel. Diese beiden hier. Einmal ein schwarz-gelbes, dickes Kabel nur mit einem dicken Port. Und einmal ein schwarz-rotes. Wir nehmen einfach mal das schwarz-gelbe, das kommt nämlich in den großen Port. So rum. Geht auch nur eine Richtung, also man kann nichts falsch machen dabei. Beziehungsweise wenn man es falsch macht, dann ist das aber auch spürbar, dass man es verkehrt gemacht hat, weil dann geht einem die Elektronik kaputt. Ganz sicher. Und der andere in den letzten Port rein. So. Und damit haben wir alles befestigt, was befestigt werden könnte. Ja. Das sitzt soweit alles. Und ja, man sieht, es vereint sich alles auf dieser einen Platine hier oben. Sehr schön. Und eigentlich ist jetzt alles auch befestigt. Genau, eins fehlt noch, das ist das Mikrofon. Ne, der Lautsprecher. Ne, doch Mikrofon, Entschuldigung. Das fliegt hier noch so rum, das kommt aber nicht in diese Platine rein. Ich glaube, das kommt in eine andere Platine. Aber ansonsten sind alle Teile jetzt miteinander verbunden. Die kann man jetzt auch nicht mehr wirklich testen, weil hier haben wir nur noch einen Port, einen Connect-Button. Der wird dann wahrscheinlich mit einer anderen Platine oder mit irgendwie Strom verbunden. Aber das kommt dann noch später, weil den können wir jetzt so in der Art tatsächlich nicht mehr testen. Gut, das ist alles, was es heute zu tun gibt. In der Ausgabe 79. Jetzt können wir jetzt die Kuppel auch nicht mehr so auf den Boden legen, weil jetzt das Lichtschwert hier raus guckt. Oder die Halterung vom Lichtschwert rausguckt. Das heißt, wir sind jetzt gezwungen, kann man schon sagen, das Teil entsprechend auf dem Kuppelrahmen, auf dieser Halterung aufzusetzen. Mal gucken, ob es passt. Da ist die Halterung. So, da guckt sie unten jetzt schon raus praktisch. Ja, den legen wir erstmal, oh, das wird immer schwerer, zur Seite und warten darauf, was dann als nächstes geschieht. Und ja, das ist alles, was in Ausgabe 77 heute zu tun war. Einiges und auch einiges Wichtiges vor allem, dass wir jetzt schon viel mehr an der Kuppel getan haben und die Elektronik schon mal so zusammengefügt haben. Ja, das war alles für die Ausgabe 77 und wie gewohnt schauen wir nochmal kurz rein, was in der nächsten Ausgabe 78 passiert. Ja, die Ausgabe 77 ist soweit verbaut. Ich zeige euch das Ganze nochmal im Detail. Hier haben wir einmal dieses Arm-Unterstützungsteil, kann man sagen, was wir angebracht haben an unserem Rahmen für den Körper. Und wir haben die Kuppel, wo wir jetzt die ganzen Einzelteile angefügt haben, beziehungsweise die Kabel angesetzt haben an die Platine. Und wir haben das Gehäuse für das Lichtschwert oder die Gerätschaft, die das Lichtschwert später herausfahren wird, haben wir ebenfalls jetzt verbaut und ebenfalls an der Platine befestigt. Das ist alles, was heute getan wurde. Einiges auf jeden Fall. Wieder einen großen Schritt geschafft in Richtung Vervollständigung. Ja, und ich würde sagen, wir gucken mal eben rein, was in der nächsten Ausgabe 78 los ist. Wir bewegen uns wieder in Richtung Gehäuse, Außenhaut von dem Körper. Allerdings bekommen wir jetzt ein Teil, was aus vielen Einzelteilen besteht. Wir bauen nämlich in der nächsten Ausgabe die, ja, kann man sagen, die Werkzeugbox oder das Werkzeugfach, muss man schon sagen, und die dazugehörigen Werkzeuge zusammen. Hier sehen wir es. Tool Housing, Tool Arms und
Connectors. Also das wird alles kommen in der nächsten Ausgabe. Das werden wir bauen. Wir haben ja dieses, vielleicht ist es das auch schon, weiß ich gar nicht. Wir haben ja schon einen Teil bekommen. Ja, das müsste es eigentlich tatsächlich sein. Fällt mir gerade ein. Ups, hier unten lag es. Dieses hier, das haben wir ja schon. Hier ist noch ein großes Fach dabei. Muss es eigentlich reinkommen, weil es ist das linke Stück. Und da sitzt auch der Werkzeug, das Werkzeugfach. Also da wird das Ganze dann eingebaut werden und erstmal die Werkzeuge zusammengebaut werden. Die sind auch aus Einzelteilen, wie ich gerade sehe. Da haben wir auf jeden Fall noch einiges zu tun. Ja, für heute, für diese Ausgabe ist es aber alles jetzt gewesen. Vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Beziehungsweise beim Kanal auch gerne ein Abo, da freue ich mich sehr drüber. Dann werdet ihr auch direkt informiert, wenn die nächsten Ausgaben hier für meine anderen Projekte oder natürlich auch für den R2D2 online gehen. In dem Sinne, vielen Dank wieder mal fürs Zuschauen und wir sehen uns dann in der Ausgabe 78 hoffentlich doch wieder. In dem Sinne, noch eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal.